Hallihallo, da bin ich nochmal. Wie versprochen, möchte ich euch noch einmal zeigen, dass der Scan-and-Cut, den ich inzwischen aufgebaut und angeschlossen habe, tatsächlich funktioniert. Gott sei Dank, muss ich sagen, hätte ich nicht erwartet. Ich muss leider aus der Hand filmen, weil der Monitor, der spiegelt so und dann kann ich euch gar nicht zeigen, was ich dort anwähle. Und das möchte ich eben schnell machen. Das ist jetzt der zigtausendste Versuch, dieses Video zu drehen. Ich mach's jetzt einfach ohne große Worte. Ich habe als erst Versuch gehabt, dass ich Stempel ausschneiden wollte. Während ich rede, starte ich schon mal hier. Dass ich Stempel ausschneiden wollte, was er noch nicht so gemacht hat, wie er es sollte. Da muss ich mich nachher einfuchsen. Bevor ich mich allerdings in dieses Gerät einfuchse, ich möchte auch Daten von meinem PC hier drauf nutzen. Ich habe mir gestern schon einige Dateien rausgesucht. Möchte ich allerdings hier ein wenig Ordnung um mich herum schaffen und das mache ich, wenn ich das Video gedreht habe. Und deswegen will ich das eben noch schnell abdrehen. Also ohne langes Vorgeplänkel, wir machen jetzt einfach ein Teststück mit einer Vorlage, die vorgefertigt ist. Ich hoffe, man erkennt das Display. Ich versuche die Kamera ruhig zu halten. Wie ihr seht, sind wir auf dem Startdisplay. So, dann gehen wir auf unser Home-Menü. Da zeigt es uns an, dass er die Matte jetzt einziehen möchte und wir die Finger davon fernlassen sollen. Drücken wir auf OK. Ja, einziehen war lustig. Er hat sie ausgespuckt. Super! So, wir ziehen sie wieder rein. So, wenn wir jetzt ein Stempelmotiv haben oder irgendein anderes Motiv, dann gehen wir auf die Scan-Funktion. Da haben wir einmal die Option Direct Cut, Scan to Cut Data oder Scan to USB. Wollen wir momentan alles nicht haben, da ich nicht weiß, wie es funktioniert. Aber da gehen wir irgendwann nochmal zurück. Also das wird nicht das letzte Video sein. Aber in einige Funktionen muss man sich erst arbeiten und das braucht Zeit. Wir gehen auf die vorgefertigten Patterns. Da haben wir dann eine Auswahl von einfachen Motiven über komplexere Motive zu Schriftzügen, zu einzelnen Schriften, zu Quilting oder Kilting. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Motiven wollen wir alles nicht. Wir machen jetzt eine ganz einfache Bordüre. Da haben wir einige zur Auswahl. Ich habe mir schon eine ausgesucht, nämlich die hier in der Mitte. Die wählen wir uns an. So. So, dann können wir hier einhändig und das auswählen. Oh. Da haben wir hier unsere Arbeitsmatte. So. Wir scannen uns jetzt als allererstes unsere. Ich mache das mal mit dem Finger auf dem Touch-Display, weil ich einhändig unterwegs bin. Wir scannen uns die Matte rein. Und hoffen, dass das Papier kleben bleibt, denn diese Klebematte, die klebt nicht so sonderlich gut, wie sie soll. Ja. Ich werde mir definitiv Sprühkleber besorgen müssen und habe keine Ahnung, wo ich den morgen herkriege, aber das ist egal so. Jetzt haben wir hier auf dem Display, sehen wir, wo wir schneiden können. Jetzt ziehen wir das Motiv dahin. Das mache ich mal eben, ohne dass ihr das seht, weil, wie gesagt, ich bin einhändig unterwegs. Das ist ein bisschen schwierig. Hä? Wieso kann ich die Größe denn jetzt nicht ändern? Ach, verfluchte Kacke. Wir gehen nochmal zurück aufs Home-Menü und canceln das Ganze so nochmal auswählen. Na komm schon. Ich bin ein wenig genervt, weil, wie gesagt, das ist schon der mehrfache Anlauf davon. Das Motiv will sich einfach nicht verkleinern lassen. Anschließend. Oh, das ist doch Kacke. Aber das ist auch so eine Funktion. Ich glaube, die Übung, die macht den Meister da. Ja. Wir werden sehen. Wir verkleinern es einfach jetzt mal um ein Vielfaches. Und hoffen, dass es dann gleich auf die Matte passt. So. Jetzt ist es relativ klein. Wir setzen uns das mal hier hin. Da ist unser Arbeitsbereich. Moment. So. Sieht man es? So. Und gehen auf OK zum Bestätigen. Dann haben wir die Auswahl, ob wir es malen oder schneiden wollen. Wir wollen schneiden.
Und dann wird der Startbutton grün. Und da starten wir. So, das dauert jetzt eine Minute, der Schnitt. Das zeigt er uns auch hier oben an. Es ist sehr laut, wie man hören kann. Aber es funktioniert. Und das ist die Hauptsache. Da muss man auch mal mit ein bisschen Geräuschkulisse leben können. So, er ist gleich fertig. So, das war's. Dann zeigt er uns an, dass er fertig ist. Das bestätigen wir mit OK. Dann lassen wir uns unsere Matte ausgeben. Tada! So, ich klappe hier jetzt mal den Scanner-Cut einmal hoch, damit man die Matte hat. So, das versuche ich jetzt auch mal, während ich die Kamera in der Hand halte. Es hat geschnitten. Es ist sehr klein, deswegen fliegt es nicht sofort raus. Aber es hat gut geschnitten. So, ich drehe das mal um, das Papier, denn es ist weiß von hinten. Dann sieht man das, was ich geschnitten habe, besser. So. Da haben wir eine wunderschöne Bordüre, die wir auf Karten verbasteln können. Die auch sehr schön sauber ausgeschnitten ist. Ja, das war jetzt kurz und schnell und ja, ich werde mich auf jeden Fall den restlichen Abend damit beschäftigen, mich in den Scanner-Cut einzuarbeiten und werde dann demnächst das ein oder andere Craft Art Update machen. Craft Art, ist das richtig? Egal. Ich werde auf jeden Fall zeigen, was ich bastel. Meine fertigen Werke und es kommen definitiv auch Tutorials dazu. Jetzt dürfte ich ja keine Probleme haben, gleichmäßige Stücke für meine Endless Card zu stellen, geschweige denn mir meine eigenen Kartenrohlinge zu basteln und die dementsprechend auch schon mit Ausstanzung zu versehen und anderen Schnörkeleien. Ja. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Es tut mir leid, dass ich hier jetzt so durchgerauscht bin. Aber wozu immer alles unnötig in die Länge ziehen? Außerdem war das hier, wie gesagt, der fünfte oder sechste Versuch und ich bin jetzt fertig. Ich möchte einfach nur noch die Funktion meines Brothers Scan & Cut CM300 kennenlernen. Und hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Schöne Grüße. Happy Crafting. Tschüssi.